Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Neo. Ja, das letzte Mal war noch nicht das Finale, weil es gibt noch ein paar Sachen, die wir zu tun haben. Das eine offensichtliche ist, wir haben noch eine Hauptmission, die wir machen müssen. Aber wie bis dato immer, werde ich erstmal die ganzen Nebenmissionen, die noch ausstehen, erstmal durchmachen. 141, 139, 155 sind vielleicht ein bisschen hoch, vor allen Dingen, weil das höher ist als diese Mission. Und dann auch noch auf dem entweihten Heiligen Berg. Ich würde sagen, wir beginnen mit dieser Nebenmission heute. Die Zwei Könige Neo. Ja, so heißt das Spiel. Ich habe die Neuigkeiten gehört, William. Du hast also sowohl Fürst Muneshige als auch Fürst Tadagatsu besiegt. Ja, Honda Tadagatsu war der eine Typ mit den Kristallen, den wir noch besiegt haben, und an Muneshige erinnere ich mich noch sehr genau. Nun gibt es sicher kaum noch jemanden im Land der aufgehenden Sonne, der dich bezwingen könnte. Da dem so ist, könntest du dir die beiden doch zusammen vornehmen. What the fuck ist das? Wenn dir die Idee gefällt, werde ich alle Vorkehrungen treffen und den Schauplatz vorbereiten. Hihi, ja genau, Arschloch. Aber bedenke es gut, selbst für den großen Anjin von Miura wäre der Kampf gegen beide Neo auf einmal eine Art der Tapferkeit, der an Wahnsinn grenzt. Haben wir irgendwie die Möglichkeit aufzuleveln? Uns fehlen noch bis auf 600.000. Was, wir haben 6 mal 50.000 Amrita? Okay. Dann leveln wir, würde ich sagen, erstmal auf. 20.000 Amritas und dann noch einmal, beziehungsweise so. Und so. Ja, und damit gehen wir dann auf diese mehr oder weniger Suizid-Selbstmord-Kommando. Wie heißt es? Himmelfahrtskommando, genau. Gehen wir dann ohne nennenswertes Amritas, also würde ich sagen, bring it on! Das kann nicht gut gehen. Und das nach Folge 100. Fuck me. Fuck me hart. Es gibt ein Sprichwort, ja, ja, irgendwie Geister und Gras und bla. Jetzt ist die Frage, kann ich rein theoretisch? Ich glaube, Tadagatsu war einfacher. Ho! Okay, also Damage macht zumindest Muneshige ganz gut. Ich habe keine Ahnung, ob wir das jetzt schaffen können. Aber Muneshige scheint schneller zu sein. Das bedeutet, wir könnten uns mit ihm beschäftigen, während... Also wir müssen sie so ein bisschen auseinandertreiben. So ein bisschen zumindest. Okay, mein Ki wird niemals reichen, die beiden zu managen. Also vielleicht, wenn ich einigermaßen gut parieren könnte, dann vielleicht. Okay. Vielleicht können wir ihn parieren. Okay. Also ich glaube, die Attacke können wir vielleicht parieren. Genau. Oh nein! Alter, willst du mich verarschen, dass ich nicht mal das Parieren ausnutzen kann?
Mach nochmal den komischen. Ja, Marsch. Okay. Vor allen Dingen, die Arena ist so winzig, dass ich die beiden nicht gut trennen kann. Wie soll man das schaffen? Also, wenn ich mal nur einen mehr habe. Oh nein, bitte lass mich meinen Schutzgeist. Wie soll man das denn managen? Wie soll man das managen? Der hat gerade, obwohl er keinen Kick hat, mehr angegriffen. Was ist das? Das finde ich unfair. Vielleicht ist es wirklich immer nur enorm viel warten, dass man mal so einen... Okay, ich wollte ihn parieren, aber ich habe keine Ahnung, wie man diesen einen Angriff parieren soll. Am Arsch. Die haben Fern- und Nahkampfangriffe, zwei Gegner, die so stark sind. Wie bitte? Also es ist sicher möglich, aber es ist halt nicht das, was ich als lustig empfinden würde. Vor allen Dingen, wenn ich da nicht... Ich kann halt nicht ausnützen, wenn die mal kein Ki haben. Vor allen Dingen die Deutschen auch noch. Willst du mich verarschen? Ich bin tot. Okay. Also ich... Wenn ich wir... Okay, ne. Also das kann ich nur mit... Ich habe keine Ahnung, wie man das schaffen soll. Es tut mir leid, aber das ist nicht meine Vorstellung von Spaß. Und deswegen werde ich mich verpissen. Tschüss, ihr Wichser. Aber es freut mich zumindest, dass die sich nicht alleine gegen mich kämpfen trauen, sondern nur zu zweit. Was eigentlich richtig geil ist. Weil ein One-on-One ist halt das Einzige, was irgendwie fair ist. Deswegen, wenn die sich dem Kampf nicht stellen wollen, bin ich zufrieden. Und warum hat das gerade hier auf dem Kartenbildschirm geleckt? Egal. Eine Begegnung am anderen Ufer. Ich spüre ein gigantisches Gewirr aus Ki-Energie rund um den Honnoji-Tempel. Den Menschen, die dort leben, ist noch nichts zugestoßen. Aber könntest du dich bitte sofort umsehen? Diese Kraft, das ist doch sicher nicht... Sanjin sei auf der Hut. Okay. Gut, ich habe meinen Kopfhörer richtig auf. Es fühlt sich so seltsam an. Okay. Mal wieder hier. Hier war ja letztens der Kampf, der so ewig gedauert hat. Der nicht schwer war, aber der einfach ewig lang war. Ich hoffe, das wird nicht mehr. What the fuck? Jetzt kommen auf einmal ständig zwei Bosse gleichzeitig? Tschüss. Jetzt ist die Frage, kann ich irgendwie nur einen davon triggern? Nee. Aber ich glaube... Ich wollte mich auf sie fokussieren, aber... Aber da er arschneller bei mir ist und vor allen Dingen...
Ah! Okay. Das ist ein bisschen... Was? Also zwei Bosse gleichzeitig finde ich übrigens echt unfair. Was? Und vor allen Dingen ein Boss, den wir erst letzte Folge besiegt haben. Okay, also... Wenn ich schaue, dass wir ihr nicht zu nahe kommen. Oh nein, jetzt macht... Genau. Wir müssen schauen, dass wir immer möglichst weit weg von ihr bleiben. Okay, da habe ich einfach nur geschlafen. Was? Warum laufst du jetzt? Fuck off! Ich will sie nicht treffen, weil sie hat eine kack zweite Phase, die sich ganz schlecht mit ihm vertragen wird, nehme ich an. Ah, ja, ja. Oh, das ist ganz schlecht. Okay, ich glaube aber, das ist zumindest machbarer als der andere Scheiß. Es ist auf jeden Fall machbarer als das andere. Weil, wenn wir Nobunaga down haben, ist der Kampf vielleicht sogar relativ easy. Was? Alter, die Geschwindigkeit von ihr ist aber auch heftig. Alter, sie rennt die ganze Zeit. Das sollte nur sie können in diesem Kampf. Komm, kein Ki mehr. Ja. Ja. Okay. Oh ja, sicher. Aber ich werde ihn derzeit nicht getroffen, während ich kein Ki habe durch seine Blitze. Okay, ja. Okay, ich habe keine Ahnung mehr, wo sie ist. Das ist nicht gut. Da ich glaube, der Kampf sich nicht mehr verändern würde und wir ihn schon halb down gekriegt haben. Nein, nein, nicht sie anvisieren! Du Wichser! Nein! Wenn sie die Attacke mal... Alter, und jetzt rennt sie... Sie muss aufhören zu rennen. Okay, wenn ich ihn hier parieren könnte, wäre das echt nice. Ja. Okay, der Damage ist nicht worth. Obwohl er, glaube ich, gar nicht so schwer zu parieren ist, außerhalb seiner Spezialwaffenattacken. Hör auf zu laufen! Ich hasse euch. Alter, ja, genau! Okay. Ich dachte, das würde ein bisschen besser gehen.
Wo ist sie? Ich habe keine Ahnung. Sie läuft schon wieder. Ich hasse dein Laufen. Okay, das kann ich aber blocken. Wenn ich jetzt noch Heilung hätte, hätte ich tatsächlich, glaube ich, Chancen. Das ist jetzt schlecht. Schauen wir einfach mal, wie weit wir ihn down kriegen. Ja, ich hasse diese Attacke. Also zwei Bosse, das ich glaube, gerade dieser Kampf ist, glaube ich, eine Zeitfrage als eine Schwierigkeitsfrage. Es ist natürlich saumäßig hart, aber ich glaube, mit genug... Vor allen Dingen, wir haben nur 7 Heilungen. Achso, wir haben hier irgendwann mal einen Kodama übersehen. Eine Frage, wie viel macht das? Alter, das ist echt unfair, dass ich nicht einmal einen Vorteil zu Beginn des Kampfes haben kann. Vor allen Dingen, dass auch immer weggeht. Ja, Alter, ja, genau. Also, die Kombi ist echt von Arsch. Noch immer sich das ausgedacht hat. Ich frage mich, ob die auf Team Ninja das alles Soul Level 1 probiert. Also, am Rita Level 1 probiert haben. Oder ob die einfach nur denken, das wird schon passen. Vor allen Dingen, dass sie immer so aggressiv ist. Wie jetzt. Das ist echt für'n Arsch. Sorry, 2 Bosse. Wir sind auch über 30 Level oder so unterlevelt, also. Ne. Ich schnapp mir meinen Schutzgeist, versuch's noch einmal. Ah ja, genau. Ach ja. Allein das. Allein das. Da. Fuck off. Ihr seid das Letzte. Also ich habe nichts gegen einen schweren Boss. Aber ich habe was gegen 2 schwere Bosse gleichzeitig. Wobei sie ist, glaube ich, gar nicht mal so. Wobei sie ist... Also vom Damage her, den ich hier gemacht habe, wie viel Prozent des Lebens sie verloren hat, ist sie definitiv für Late Game aufgescaled. Also nö. Garantiert nicht. Schauen wir mal, wie das hier abgeht. Rastlose Geister. Wenn das jetzt auch irgendwie was ist im Sinne von, wir kämpfen gleichzeitig gegen Mitsunari und noch irgendwem, dann... Nö, dann... Also, es gibt, ja, das habe ich inzwischen mitbekommen, weil ich mir jetzt die letzten Tage ein paar Sachen über Nioh angeschaut habe. Es gibt so einen Magiespruch, wo du eine Person ultra verlangsamen kannst. Auch Bosse. Damit wäre das... easy. Aber so... Pff. Oh, das scheint gar kein Bosskampf zu sein. Jetzt kann ich endlich schauen, was hier ist. Hier geht's doch nämlich hoch. Hier geht's nämlich hoch. Und da auch. Das habe ich noch nie wirklich mitbekommen. Ernsthaft? Du... Okay, wenn es nur du bist. Aber wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich kommt Mitsunagi so, wenn er halb tot ist. Oder so. Oder Jima Sakon oder so. Ah ja. Ist ein Held.
Alter, diese eine Attacke ist echt. Ja. 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 Gott. Aber sonst geht's euch gut, oder was? Niemals. Nicht, wenn ich so Level 400, oder Level 400 bin, schaffe ich die. Selbst wenn ich die wahrscheinlich 3-Hit kille, würde ich sie nicht schaffen. Also ich meine, vielleicht wenn ich genug Damage mache, dass ich den ersten Boss töten kann, wenn ich den zweiten machen würde, aber... Also nee, das habe ich jetzt falsch gesagt. Wenn der erste Boss stirbt und dann erst Mitsunari kommt, dann okay. Dann ja. Und dann sind es halt zwei Bosskämpfe hintereinander. Muss man mit Heilung haushalten und so. Aber das ist machbar, glaube ich dann. Das, so wie das gerade hier abgeht. Ne. Ne, ne. Garantiert nicht. Da sage ich auch nicht, ja, würde vielleicht gehen, aber der Kampf, ne. Der mit Nobunaga und der Alten, mit ein bisschen Luck und vielleicht 100 Versuchen oder 50, so viele wie ich bei Mitsunari halt gebraucht habe, würde ich das vielleicht hinkriegen. Aber das ist vor allen Dingen noch schwerer, meiner Ansicht nach. Wie gesagt, mit der... Kann ich das vielleicht doch wirken? Das geht inzwischen übrigens nicht mehr. Kann ich... Gibt's hier nicht dieses Item? Habe ich das vielleicht auch, dass der eine... Dass ich... Beschwörerkerze... Schutzgeister und Amritas... Heiliger Pinsel... Gibt's hier eventuell, habe ich eventuell das, wo wodurch Leute langsamer werden? Kann ich das eventuell noch lernen? Weil, wie gesagt, entweder ich brauche viel, viel mehr Damage für die Sachen oder, ja, weil so ist das definitiv ein No-Go. Apropos No-Go, hatten wir nicht noch irgendwo, bilde ich mir ein, dass wir noch irgendwo eine Nebenmission gehabt haben, irgendwann mal, wo ich gesagt habe, die mache ich, wenn wir stark genug sind, und habt sie dann nie gemacht. War da nicht sowas in die Richtung, irgendwann mal? Nicht. Dass es hier in den ganz frühen Orten war, glaube ich ja fast nicht. Weil hier eine von denen hier, natürlich, mache ich jetzt easy. Also ich glaube, es ist bei den Missionen, wo ich jetzt sage, ist fast unschaffbar, auch nur eine Frage, wenn ich halt überlevelt bin, ein bisschen. Oh ja, genau die hier. Oh, 155. Wie gesagt, ihr dürft nicht vergessen, wir sind Level 111, nicht 155. Da sind Welten dazwischen. Aber schauen wir es uns mal an. Ich habe den Text jetzt nicht vorgelesen. Machen wir eventuell nachher, je nachdem, ob wir es schaffen oder nicht. Ich tippe auf nein, aber... Weil einzelne schwere Gegner, traue ich mir zu. Aber so Zweierkombis von Bossen... Irgendwie nicht. Okay. So weit, so gut. Oder eher nicht so gut. Ich muss hier ein bisschen Crowd Control betreiben. Das ist eine ganz schlechte Sache. Ich bin tot, oder? Nee, bin ich nicht. Okay.
Okay, doch. Also, warum hat es abvisiert von dem? Aber warum habe ich gar nicht geheilt? Kann es sein, dass niedrige Haltung irgendwie die Ki der Gegner schneller aufbraucht? Nicht so gut. Oh ja. Das ist weniger gut. Vor allen Dingen jetzt. Wer hat mich gerade eigentlich so verlangsamt? Wahrscheinlich sie. Es ist halt echt scheiße, wenn jetzt hier wirklich immer mehrere Gegner kommen, kann es sein, dass ich das Spiel eventuell nicht abschließen kann, weil ich habe auch in Dark Souls es nie und grundsätzlich auch in Bloodborne und so nie geschafft, dass wenn mehrere Gegner, dass ich da einfach nicht zu Rande kommen. So, wo ist jetzt hier der... Ich meine, die einzige Möglichkeit, die ich habe, ist halt, Gegner schnell genug Platz zu machen, eventuell. Was aber nicht funktioniert. Da darf ich nur mal sagen, dass es meiner Ansicht nach keine Möglichkeit geben sollte, wie ich nach einer Attacke sterben sollte. Vielleicht ist es wirklich wieder einfach nur zeitliches Herumwarten. Was mit der späteren Scheiße wahrscheinlich nicht mehr der Fall wird. Hier, jetzt einfach muss warten, bis die kleinen Spinnen nicht nah an der großen sind. Muss mit diesen Pillern ein bisschen Crowd-Control betreiben. Genau das muss ich, glaube ich, so in etwa... So. Fick dich. Aber bevor ich dich töte, möchte ich gern volles Leben haben. Ja, okay. So, und jetzt muss ich die schnell töten. Was? Was? Okay. Also nur die zwei Skelette und die alte würde ich mir zutrauen, aber dafür brauche ich richtig viel Damage in dem Moment, wo die... Kann es sein, dass die mich gerade entparalysiert hat? Weil sie mich nochmal geparalysiert hat? Was? Okay. Was? Okay, also das ist echt Bullshit, dass die ausweichen so heftig. Okay, nein, das wollte ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Wie kann ich das nicht blocken? Ernsthaft?
Was, ernsthaft, jetzt spammst du das? Meint, wir müssen dich hier töten und dann werde ich versuchen. Den hier zu machen. Okay. Es macht zumindest einigermaßen gut Damage. Okay. Okay, aber es hat nicht ansatzweise gereicht. Okay, also... Wie gesagt, wenn ich mehr Schaden machen würde, wenn ich eigentlich genug, also das Level wäre, was ich eigentlich sein sollte, dann kein Ding. Aber so, ne, wir sind viel zu unterlevelt und ich werde nicht grinden. Lieber verkaufe ich das Spiel wieder, als dass ich grinde, weil grinden mache ich nicht. Das ist, ne. Deswegen spiele ich auch keine MMOs, weil ich hasse es, Sachen mehrmals zu machen, die mir nicht Spaß machen. So, schauen wir nochmal aber in die letzte Region, beziehungsweise in die erste. Ob hier noch was ist, aber ich glaube, hier ist soweit alles gut. Gut, dann würde ich sagen, geht's zurück nach hier. Und dann würde ich sagen, ich weiß, das ist auch Level 145. Dagegen sollte das einfach sein, aber wie gesagt, wir sind einfach so unterlevelt, wie es nur geht. Also wie gesagt, eventuell werde ich innerhalb der nächsten 5 bis 10 Folgen eine Wand treffen, die ich nicht durchbrechen kann, und dann wird das Let's Play enden mit einem recht unspektakulären Finale. Vielleicht mache ich dann Level 100 das Finale und die Parts jetzt hier extra Parts oder so. Aber ich würde sagen, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Nioh, wenn wir dann hier die Augen der Königin spielen. Und da wir das hier ein Schiff haben und wir ursprünglich aus England kommen, könnte es sein, dass wir nochmal in die erste Mission, also da mit dem Tower of London zurückkehren, was cool wäre und der Name impliziert. Ich weiß aber keine Ahnung, was unsere Aufgabe da wäre, aber das sehen wir uns beim nächsten Mal an bei Let's Play Nioh. Und bis dahin sage ich, tschüss, Leute!